Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und letzte Woche gewann Hugo Berry mit Jean-Michel Basir in Paris-Vincennes. Das war mein Tipp. Ich hoffe, da konnten Sie den einen oder anderen Euro mitnehmen. Ja, diese Woche schauen wir natürlich auch wieder auf das Plateau de Gravel nach Paris-Vincennes. Samstag und Sonntag sind dort tolle Rennen. Wir werden den Samstag anschauen und am Sonntag natürlich in Mülheim das BBAG Auktionsrennen. Dann gehen wir mal rein ins Programm nach Frankreich. Zunächst in das dritte Rennen. Aktuell geführt als drittes Rennen der Prix Joseph Lafosse. Ein Gruppe 2, ein Reiten über die Distanz von 2700 Meter. Ja, die fünfjährigen Pferde werden hier gefragt in dieser Prüfung. Und wir haben hier drei richtige Geldschränke am Start. Das sind Flash Bourbon, Fade Duchesne und Feeling Cash. Ja, Feeling Cash, der verlor letztes Mal als glasklarer Favorit. Das war eigentlich ein leichteres Rennen, als es dieses Mal ist. Also bin mal gespannt, wie er sich diesmal zeigt. Hat natürlich mit der Gewinnsumme über 1 Million Euro natürlich hier als Geldschrank. Von der Klasse her natürlich sollte er weit sein. Flash Bourbon, einst eine Macht unter dem Sattel, hatte Feeling Cash und auch hier viel in diesem Rennen immer unter Kontrolle. Das ist aber nicht mehr so, sprang hier und da mal an. Jetzt hat Flash Bourbon, die Stute, eine Pause bekommen seit Ende September. Und wir hoffen mal, dass das für sie positiv sich ausgewirkt hat. Noble Superb noch zu erwähnen von den Pferden mit der geringeren Gewinnsumme. Das Pferd ging schon mal unter dem Sattel. Das war in Schweden, war dort aber nur Vierter, eine Sekunde hinter Rajesh Faiz. Also ja, in Acht nehmen muss man, sag ich mal, das Pferd nicht. Aber Jean-Michel Basir weiß natürlich ganz genau, was in den Prüfungen in Frankreich gefragt ist. Und hat natürlich auch seinen Reiter Ricard hier verpflichtet. Trotzdem, hier stechen eigentlich zwei Pferde raus. Flash Bourbon und Feeling Cash, die sind aber alles andere als sicher. Aber wir gehen trotzdem mal mit Flash Bourbon. Das ist für mich der Tipp hier, die fünfjährige Stute aus dem Stall von Sebastian Gorateau. Ich hoffe, ihr hat die Pause gut getan, denn die kann wirklich richtig treten. Bestzeit von 10,9. Also deswegen für mich Flash Bourbon der Tipp hier im Prix Joseph Lafosse am Samstag in Vincennes. Dann geht es weiter zum fünften Rennen, geführt als fünftes Rennen der Prix Doniel de Saint-Quentin, ein Gruppe 2 in Européen. Auch hier wieder für die Fünfjährigen 85.000 Euro dotiert. Ja, aus einem kleinen Stall kommt Fakir du Loro aus dem Stall von Charouel. Das Pferd wird oft am Tote unterschätzt, zeigte zuletzt aber ja mit einer der besten Leistungen seines Lebens, war Vierter am Prix de Bretagne, ein Qualifikationsrennen für den Amarik. Also die ersten drei sind ja immer qualifiziert, automatisch, unabhängig von der Gewinnsumme für den Amarik. Und das verpasste Fakir du Loro ganz, ganz knapp. Wird diesmal auf jeden Fall nicht dreistellig stehen wie bei den letzten Starts. Ferry Wood, von der hat man eigentlich mehr erwartet, die Stute. In Bretagne war sie früh geschlagen, war auch innen ein bisschen eingekesselt. Mal schauen, die Gewinnsumme aktuell bei 300.000 ist noch nicht so viel. Aber die hat schon gezeigt, dass sie in der Klasse mitmischen kann. Das muss sie aber auch über die längere Distanz zeigen. Fairplay Dossi wird jetzt schnell wieder aufgeboten. Da hat es letztes Mal gar nicht gepasst. Den hatte ich ja auch angesagt. Da war die Zunge lange draußen. Jean-Michel Basir hat da gar nichts gemacht. Aber der hat sie schnell wieder aufgeboten. Das heißt, also Fairplay Dossi sollte man nicht unbedingt außer Acht lassen. Foyo Madrid auch noch zu erwähnen. Das Pferd mit Eric Raffon hat sich diesen Start mit den letzten tollen Leistungen verdient. Für mich aber ja eigentlich ein Duell Fakir du Loro gegen Ferry Wood, wenn man rein nach der Klasse geht. Ich gehe aber mit Fakir du Loro, denn ja, bei einem anderen Trainer wäre das Pferd schon in ganz anderen Sphären. Nichtsdestotrotz, leichter kann er es nicht mehr antreffen. Ferry Wood, bin ich mal gespannt, wie es mit der Distanz jetzt aussieht, mit der längeren Distanz. Aber der sichere Tipp ist Fakir du Loro im Prix Doniel de Saint-Quentin am Samstag in Vincennes. Dann geht es weiter zum Sonntag nach Mülheim in das BWAG Auktionsrennen. Ein tolles Feld ist hier zusammengekommen. Dreijährige Pferde am Ablauf, allen voran Schwesterherz, die Stute, die ja in Baden endlich wieder groß auftrumpfte. Nach zuvor schwachen Leistungen, aber sie hat auch zuletzt gezeigt, in einem Grupperennen in Italien, dass mit ihr weiterhin zu rechnen ist. Wurde dort gute Vierte, aber das große Fragezeichen ist die Distanz von 2000 Meter, denn sie ist eigentlich eine Meilerin. In Agorol, ein tolles Pferd aus dem Stall von Peter Schürgen, schlug Anfang des Jahres Pocket Paradise, ein ganz, ganz gutes Pferd aus dem Grevestall mit sage und schreibe 14 Längen, hatte dann lange Pause, wird wohl was gehabt haben und war letztes Mal Mitte November in Frankreich im Ablauf auf schwerer Bahn, wurde dort starker Zweiter zu einem
ja, der nun jetzt zum Seriensieger avanciert ist. Also die Form ist sehr gut. In Ego Rall schlummert auf jeden Fall ein besseres Pferd. Anselm noch zu erwähnen, hat eine weiße Weste aus dem Stall von Markus Klug. Ein Pferd, was zuletzt ein Pferd schlug, was danach im Ausgleich 3 mit 8 Längen gewann. Also Anselm natürlich noch zu erwähnen, genauso wie Palm Springs. Aber für mich ein Duell, Schwesterherz gegen Inagoral. Schwesterherz muss man mit der Distanz gucken. Auch die Kilos, die sie geben muss an das Feld, sind natürlich schon eine mächtige Bürde. Deswegen Inagoral für mich der sichere Tipp. Hat auch gezeigt auf schwerer Bahn, was er kann. Und Inagoral ist für mich der Tipp hier. Zumal Peter Schürgen Eddie Hardouran einfliegen lässt, einen französischen Jockey. Also das ist für mich schon ein Fingerzeig, dass er dieses Rennen gewillt. Deswegen für mich Inagoral der Tipp hier im BWAG-Aktionsrennen in Mülheim. Ja, das war sie schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück am Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!